Was bietet denn der neue Tag? Ach, Sally ist da, alles klar. So, wo gehen wir lang? Hier sind wieder die Attraktion, die Reaktionsküken. Ich hab das Buch in der Hand, ne? Wieso haben die Eier? Das heißt doch, im Frühling haben die Eier. Komm, Fussel, wir kümmern uns nicht um ungelegte Eier. Also hier ist nichts mehr an Lebewesen. Ist doch unglaublich, oder? Also hier ist ja gar nichts mehr los. Oh, ich kann einen Namen erkennen, dementsprechend... Ja. Peacock Spider. Da hinten war auch irgendwas. Stinkbuck. Fliege. Ja, es ist einfach nichts los. Das ist, also ich bin auch gerade am überlegen, ob wir gleich versuchen, einfach nochmal neu starten. In der Hoffnung, dass dann vielleicht nochmal ein paar Insekten mehr hier sind. Aber hier ist ja absolut tote Hose, ne? Ist ja nichts los an Insekten. Common Blue. Ich meine, das ist das richtige Biom. Also bleib ich bei. Das ist alles hier Dschungel. Ist ja gar nichts mehr. Das ist ja wirklich kein Insekt, ne? Also. Oder seht ihr was und bei mir ist plötzlich Blindheit angesagt. Kann ja sein. Aber hier ist doch wirklich nichts, oder? Da hinten ist nochmal eine vereinzelte Fliege. Aber ansonsten... Da hatte ich mal einen Stone vergessen. Also ich habe gerade auch leichten Anflug von Verzweiflung, weil ich echt das Gefühl habe, ich bin zu blöd. Kann nicht sein, das weiß ich, aber ernsthaft, hier ist ja nichts, gar nichts, gar nichts, noch weniger als gar nichts, überhaupt gar nichts. Blue Moon. Da unten war eine Fly. Richtig? Ja.
Ernsthaft, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Nix. Also, sehr, sehr seltsam. Wirklich sehr, sehr seltsam. Nix. Guck mal, nicht ein einziges Insekt, was angezeigt wird. Das ist das Schlimme. Hier, da flattert doch eins. Das Buch zeigt es nicht an. Aber das, diese Insel ist halt, ja, ist das falsche Biom, ne? Fleisch, Stinkbug. Kann doch nicht so schwer sein, so ein Viech zu finden, jetzt mal ernsthaft. Ey, Spiel, komm. Jetzt sei nicht so doof. Du bist ja sonst nicht so doof. Du bist ja ein gutes Spiel. Irgendwas stimmt doch da vorne und hinten nicht. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Wie seht ihr das? Hier ist ja überhaupt nichts mehr an Insekten. Gar nichts mehr. Ist mein Buch kaputt? Brauche ich ein neues? Aufgebraucht? Da hinten ist mal was. Da wird mal... Also es wird ja was angezeigt. Deswegen kann ich ja nicht sagen, das Buch ist kaputt. Ja, aber selbst wenn der Scheiß selten wäre, müsste er... Also ganz ernsthaft, ich habe noch nie solche Probleme gehabt, irgendein Insekt oder was zu finden. Also ich müsste gerade eine mega, mega Pechphase haben. Und da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Nehme ich den jetzt mit? Weil eigentlich wollte ich ja neu starten dann. Weil hier wird ja nichts, gar nichts mehr angezeigt. Hier ist nichts mehr. Ist doch nicht normal. Ernsthaft, das ist doch nicht normal. Biom ist richtig, Uhrzeit ist richtig. Kein Lebewesen. Die Welt ist tot. Dabei habe ich doch gar nicht so viel Industrie aufgebaut. Ich meine, hier ist ja gar nichts, weißt du? Wenn wenigstens hier genug flattern würde und du findest ihn nicht, dann würde ich sagen, ja gut, der ist selten, aber hier ist ja gar nichts mehr. Guck mal. Das ist aber auch nicht, also das ist wirklich nicht normal. Und wir müssen den jetzt mal langsam finden, weil wir haben auch noch eine andere Spezies, die wir finden müssen. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe mal zurück zum Menü. Vielleicht wird die Folge besonders lang, ich weiß es nicht. Wir starten einfach diesen Tag nochmal neu. Komm. Vielleicht hilft das ja. Wir müssten ja theoretisch im Schlafsack aufwachen, ne? Ist halt der teuerste mit 4100 laut Liste und Insekten sind irgendwie noch rarer wie Fische. So. Ja, wir gucken mal.
So, seht ihr jetzt mal, wie viel da plötzlich wieder rumfleucht? Schon mal eine ganz andere Marge, ne? Guck mal, wie hier plötzlich Insekten sind. Nicht den, den wir suchen, das stimmt, aber hier sind wenigstens wieder Insekten. Zweifle ich schon mal nicht an meiner Intelligenz, weißt du? So fein auf die Wiese, ich sehe nichts mehr. So, wenn ich spät angeln gehe, habe ich 30 bis 35 Barracuda, aber nur so 3 bis 4 gelbe Tuna. Ja, aber der Barracuda bringt doch viel mehr Geld. Das ist der absolut Richtige. Oder? Ich meine, der würde am meisten bringen, ne? 16.000, ne? Weil den Tuna habe ich schon. Das ist den Yellow Tuna habe ich schon. Der ist nicht mehr auf meiner Liste drauf. Aua! Mann, hör doch mal auf! Ich hab dir doch nichts getan, du verdammter Kackvogel! Das Vieh. Immer diese Aggression gegen arme Fusselkriege. Der gelbe Tuna bringt 24.000. Aber der steht nicht mehr auf meiner Liste, also müsste ich ihn ja haben. Weil wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel, was wir in Dinkum machen müssen. Es hieß, dass wir die Friseurin eh nicht bekommen, dass die nicht einziehen will. Ich meine, es ist noch in der Entwicklung, gar keine Frage. Ich zerstöre eure Nester, ist mir kackegal. Ihr verdammten Kack. Aber ihr seht jetzt mal, was hier los ist, ne? So muss das aussehen. Mit Insekten. Die haben wir schon, aber die bringt Geld. So. Fische sind einfacher zu bekommen. Ja, Fische sind nicht das Problem. Da fehlen mir nur noch 3 Stück und das liegt an den Jahreszeiten und an den Orten, wo ich zu wenig gesucht habe. Die Fische sollten wirklich nicht das Problem sein. Sehe ich auch so. Also Fische, Frühling und Winter, da fehlen mir noch welche. Drei Stück insgesamt. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen drum, die nicht zu finden, aber... Bring dich nicht um! Blöde Spinne. Jetzt wird schon wieder weniger, ne, mit Insekten. Ja, es wird auch nicht wieder angezeigt. Warum? Kann das denn sein, dass da irgendwie der Blutenschaden hat? Dass da einer von diesen lausigen Drecksviechern gegengesprungen ist? Oh Leute, ist das eine Drecksaufgabe, ey. Mann, 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 ist das nervig. Da bin ich ja richtig der richtige Mann für, ne, für sowas. Ich meine, ich loote ja für mein Leben gerne, ne, aber so ein Blödsinn, da stundenlang hinter einem einzigen Viech herzulaufen und das nicht zu finden. Boah, ist das jetzt, ey. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr sowas schön findet. Und sagt, Fussel, stell dich nicht so an, das ist eine Mörderaufgabe. Nochmal 10 Stunden, los. Da
Blöd ist, langsam komme ich aus dem Biom raus, ne? Nehmen wir mal ein bisschen Geld mit. Peacock Spider will ich auf jeden Fall auch nochmal haben. Die kennen wir, das ist nicht das Problem. War der Opal nicht hier irgendwo in der Nähe? Wir haben doch Herbst, ne? Das sehe ich doch richtig. Warum? Heißt es, im Frühling hätten die Eier und im Herbst sehe ich die plötzlich mit Eiern. Ich kann nicht aufgeben, weil dann kriegen wir das Museum nicht fertig. Das ist das Problem. Ich würde ja sagen, weißt du was, scheiß die Hände drauf. Ist mir egal. Aber ich will ja das... Fiedler Beetle, den können wir nochmal mitnehmen. Aber ich will ja das Museum fertig kriegen. Das ist ja das. Ich mache das ja nicht hier, weil Langeweile, sondern... Das ist ja ein ganz klares Ziel. Ey, ich wollte das haben. Wenn du das umbringst, kann ich mir das doch nur holen, oder? Und das Schlimme ist, wenn wir jetzt was anderes machen, weil mir das hier auf Dauer zu langweilig wird, dann ist der Herbst wieder rum, dann muss ich ein komplettes Ingame-Jahr warten, bis ich dieses eine Tier eventuell mal wieder bekomme. Da habe ich natürlich noch viel, viel weniger Bock drauf. Ne? Das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Ne? Der Fiedler-Beetle bringt ja auch viel Geld. Aber guck mal... Der ist ja jetzt nicht gerade selten, ne? Weil die einer nicht eingesammelt hat. Ah, das halte ich für ein Gerücht. Sagen wir mal, womöglich gibt es hier einen, der... den die sowas von unterm Arsch weggeklaut hat. Kleiner raffgieriger Junge, der hier durch die Gegend rennt und den Dingern die regelrecht aus dem Arsch gezogen hat. So gierig war der danach. Ganz widerlicher Typ. Muss man aufpassen. Jetzt wirkt es aber auch schon wieder so, als wenn es weniger gäbe, ne? Da hinten, aber da steht ein Name, das kann es eigentlich nichts sein. Da die Erde. Ja. Blei. Das ist Swallowtail, den hatten wir auch schon. Das müsste ja eigentlich mit Fragezeichen sein, ne? Jetzt? Ich rotte euch aus, ehrlich. Es dauert nicht mehr lange, Vögel. Dann komme ich hier und rotte euch wirklich aus. Das ist mein ganz persönliches Ziel. Dann habe ich Schenkel ohne Ende. Geh doch mal weg. Verdammten Kackviecher, seid ihr nervig. Fast so schlimm wie die Dinger da unten in der Höhle.
ernsthaft, ich zweifle langsam an mir. So, was suchen wir denn noch? Mad Crab oder so ähnlich. In den Rivern. Und die King Prawn North South Ocean. Bin ich im North South Ocean? Ocean, ja. So, also irgendwo hier, der ist riesig, kaum zu übersehen. Ja, ja, ich, ne, also hier hinten taucht was auf, da könnten Luftblasen sein. Hier ist eine Luftblase, das ist eine Muschel. Das ist ja gerade das richtige Wetter. Lass die ganze Stadt vor sich hingehen. Das hier sieht wie eine Muschel aus, ne? So eine filigrane Scheißarbeit, ne, ey. Mann, 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 Mann. Da habe ich mir aber auch den letzten Rest für heute aufgehoben, wa? Nee, was habe ich mir wieder Aufgaben ausgesucht heute? Oh Mann, 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 Mann. Ah ja, richtigen Glücksgriff heute, wa? Ach so. Ja. Klar, jetzt sind die Erze auch schon unter Wasser. Sehr gut. Ich kann hier nicht ins Wasser springen, weil Kollege Hai, ne? Ist das ein Tiger oder? Was mache ich da mit dem blöden Hai jetzt? Ja, der ist natürlich. Sieht wieder aus wie eine Muschel hier. Steigt da was auf oder steigt da nichts auf?
Und mir tut das so leid, ne? Für euch auch. Also ich meine, mir ist mega langweilig. Diese Arbeit ist sowas von bescheuert. Aber er sammelt aber auch wieder nix, der Typ, ne? Mein ungeachtet dessen, dass ich natürlich eigentlich überhaupt keine Zeit mehr habe, sowas nochmal nebenher zu machen. Ihr seht ja selber, wie die Projekte nicht weiter Tigerporn nicht weitergemacht werden können, weil einfach keine Zeit mehr da ist. Ne? Ich habe keine Zeit mehr, mich hier mal 3-4 Stunden hinzusetzen und einfach nur konzentriert mal zu sammeln. Die habe ich einfach nicht. Nichts erreicht. Aber wie viele Stunden sind wir jetzt dran? 3, ne? 3 Stunden sind wir jetzt dran und haben, also wo wirklich das Hauptziel war, diesen einen Insekt zu finden. 3 Stunden, nichts. Der kann ja nicht sein, oder? Jetzt mal ernsthaft, was ist denn das für ein Kack heute? Boah, das ist mega nervig. Also das kotzt mich gerade an. Du findest dieses blöde Scheißviech im Wasser nicht, du findest das Insekt nicht. Das ist ja nicht normal, ehrlich. Hauptsache Inventar ist voll, das ist immer wichtig. Boah, das ist so nervig. Ich will nicht so viel Zeit, Lebenszeit auf so einen Scheiß verschwenden. Weißt du, das hat mich in so vielen Spielen genervt. Und bis jetzt war das in dem Spiel ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Wir haben ja wirklich Sachen sofort gefunden. Das war ja wirklich cool. Ah, ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß. Ich habe mich auch nicht um euch gekümmert. Da müsst ihr eben verhungern. Kann ja auch nichts für. Ja, tut mir leid. Das Spiel will das so. Tut mir leid, Hühner. Ernsthaft. Komm mal her, du blödes Frustkopf. Au! Bist du bescheuert? Tut doch weh. Kommst du jetzt aus dem Wasser raus? Ah. Trottel. So. Weißt du, einfach nur aus Frust auch mal was töten. Das muss auch mal drin sein. So. Also das ist halt, wenn der Fussel schlechte Laune kriegt, muss er was töten. Weg, das weg. Tja, aber machen wir. Wie lösen wir das Problem? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt kann man ja nicht sagen, mein Lootfinger wäre irgendwie eingerostet, oder?
Ich weiß keine Lösung und das nervt mich. Außer jeden Tag denselben Dreck machen, dann hast du vielleicht eine Lösung. Habt ihr eine Lösung? Ich hab keine. So, wo läuft die Schabrackenwärter wieder rum? Da. Eine Black? Ja, die besitze ich glaube ich noch nicht. Außer die auf dem Kopf. So. Ich hätte noch mit dir quatschen können. Ich vergesse immer mit denen zu quatschen, in der Hoffnung, dass das irgendwie wirkt, weißt du? So, was soll ich denn noch machen? Plan 5 Crop Seeds auf gar keinen Smell. Samore. Alles klar, das kriege ich noch hin. Oh, Manu. Ja, ich war ja auch nicht zu Hause, ne? Äppelchen, alles klar. Oh ja, ganz hübsch. Was wollte ich noch machen? Pack mal sicherheitshalber ein. Wie bist du denn hier reingekommen? Ich meine nicht, dass ich mir hier so ein Wombat oder so wegtöte. Das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall, ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, wieso sind da eigentlich Zäune drum, wenn die Viecher doch da reinkommen? Ich dachte, die halte ich damit weg. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. So, ja, was nun, sprach der Ton. Versuche ich es auf eigene Faust ohne euch. Und quäl mich hier noch so ein bisschen durch. Oder gehen wir zusammen bitte, aber ich möchte, also das, der heutige Teil, der heutige Stream hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war sowas von nur derselbe Blödsinn. Völlig ohne Erfolg. Aber ich bin gerade richtig frustriert, ne? Weil wir wirklich 3 Stunden völlig erfolglos gespielt haben. Nur um ein einziges verkacktes Drecksviech zu finden. Das ist eine Sache. Das ist wirklich. Also das ist nervig. Wirklich nervig. Gedrückt. So. Ich wollte doch da Kacke reinlegen. Ja, die Frage ist jetzt, was ist mir eigentlich wichtiger? Wollen wir die 100% machen?
oder ein komplett durchlaufendes Let's Play. Man weiß es nicht so genau, ne? Warum sind hier plötzlich so viel Fireflies? Ach, Gumwood Fence ist noch. Das müsste ja möglich sein, ne? Musst du selber wissen. Ja, aber am Ende entscheide sowieso ich, ne? Das ist der Vorteil. Gumwood Fences. Gumwood Fence, 8 Stück. Bongo Motte. Bingo Bongo. Guckst du den Wombats beim Schlafen zu? Ja, so bin ich zu dir. Und ein bisschen Geld haben wir auch noch bekommen, sehr gut. So, wir müssen noch 50 Dinger picken. Alles klar, das ist ja machbar, ne? Ja, ein schwacher Tag. Haben wir schon wieder Rupu. Ja, aber wir haben nicht mehr viele Tage. Wir haben noch 4 Tage Zeit, um dieses Viech zu finden. Bei Selling 2000 Rounds jetzt 100.000. Das ist richtig, möglich, aber ich muss ja auch erstmal 2000 Rocks haben, weißt du? Ist ja auch nicht so ganz einfach. Also, sagen wir mal, wenn du Geld verdienen willst, dann ist Steine verkaufen, glaube ich, nicht der schlauste Weg. Da gibt es bessere. Einmal über den Hai fahren. Oh. Aber gut, jeder soll das Spiel spielen, wie er es für richtig hält. Weißt du? Also da halte ich mich raus. Wenn gerne einer sagt, ich mache das mit Steinen, alles klar, warum nicht? Jeder wie er will. Hast du noch Energie? Da hinten war noch was. Jeder machen wir. So. Black Cricket, alles klar. Baybug. Hatte ich die nicht gerade schon? Baybug? So, manche haben riesen Obstplantagen, manche riesen Felder, manche holen sich Rubine aus der Mine. Ich angel lieber. Ja, also die Rubine ist natürlich so ein bisschen Glücksfund, muss man dazu sagen. Ist natürlich sehr schönes Geld, ne?
Aber auf der anderen Seite Barracuda gibt es wie Sand am Meer. Aber das Schlimme ist, dass diese Folge jetzt natürlich wieder mega lang ist. Ne? Na gut, hier ist was im Wasser, aber er sammelt es nicht. Dann lass es bleiben. Fussel, einfach bleiben lassen. So, dann legen wir uns hier hin, schließen den Tag ab. So, für Rubine hier wird auch Mittel und Wege, kommt nur der Ruf an, was man an Zeit opfern mag. Ja, Zeit hast du ja nicht so viel in der Mine, also ich finde die Zeit in der Mine ist eigentlich viel zu kurz. Ich habe es noch nie geschafft, die Mine mal vernünftig zu ergründen. Leider. Würde ich mir so einen Trainer wünschen, einfach mal die Zeit zu stoppen. Nicht fürs Spiel, ne? Einfach mal abschließen und dann ist Jod, ne? Dann ist gut. So, okay. Komm, dann machen wir, wir haben jetzt 3 Stunden, genau. Dann machen wir hier mal Schluss. Also die Folge war ja jetzt mega, mega lang. Dann bedanke ich mich für alle auf YouTube schon mal fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Dinkum oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.